1050 Höhenmeter, 247 Stufen und pure Natur. Klingt anstrengend für einen Sonntagsspaziergang, doch trotzdem trafen sich wieder hunderte Berlinerinnen und Berliner zum Trailrun in Schmetterlingshorst, Berlin-Treptow-Köpenick, um die härtesten Kilometer Berlins zu bestreiten. Härtesten Kilometer Berlins. Wir haben eine 10-Kilometer-Strecke und eine XL-Strecke über 18 Kilometer. Und das verlangt den Läuferinnen und Läufern hier wirklich alles ab. Wir haben vom befestigten Untergrund bis zu absolut lose alles dabei. Die ehemalige Gaststätte Schmetterlingshorst, die heute noch die größte Schmetterlingssammlung Deutschlands beherbergt und am Nordufer des Langen Sees und gegenüber des Strandbads Grünau gelegen ist, diente als Start und Ziel für die Läuferinnen und Läufer. Untermalt wurden die Vorbereitungen von dem Köpenicker Musiker Tony Mahoney. Cooles Erlebnis hier in Berlin oder außerhalb von Berlin. Wir sind im Wald zu laufen. Genau. Spaß, Sport und noch was Neues erlebt. Starter der XL-Distanz über 18,5 Kilometer ging es um 12 Uhr los. Für alle Teilnehmer der Klassik-Distanz über 10 Kilometer erfolgte der Start 20 Minuten später. Die härtesten Kilometer Berlins führten beide Startergruppen an ihre Limit. Über Stock und Stein, immer durch den dichten Wald des Schmetterlingshorst. Und natürlich auch am einen oder anderen Hindernis vorbei, wie zum Beispiel die Müggelwüste, die ein paar hundert Meter aufwärts durch den Sand führt, oder die Treppen am Müggelturm. Im Ziel gab es dann für alle Läuferinnen und Läufer die wohlverdiente Finisher-Medaille sowie ein paar original Trailrun Berlin-Socken und natürlich eine kleine Stärkung. Siebter Lauf hier. Ich bin von Anfang an dabei. Erstmal 10 Kilometer am Anfang, letzte Jahre 18. Und oh, dieses Jahr mit Bänderrissen 10 Kilometer geschafft. Die ersten drei Plätze erfolgte noch vor Ort die Siegerehrung. Bei den Männern der Klassik-Distanz konnte sich der Spanier Aitor Navarro Hita durchsetzen, der noch letztes Jahr die XL-Ausgabe gewann, dieses Jahr aber aufgrund einer Verletzung in der unteren Klasse antreten musste. Bei den Damen machte die 17-jährige Elena Fillinger vom Köpenicker SC das Rennen. In der XL-Distanz gewann Anne Barber vom Laufclub Iron Hill, die auch schon in den Vorjahren auf dem obersten Treppchen gestanden hatte und somit ihren Titel erfolgreich verteidigen konnte. Ich bin gerade in der Marathonvorbereitung und deswegen habe ich dieses Jahr gedacht, warum auf der kurzen Strecke ausruhen, und habe mal die lange versucht und ist auch sehr anspruchsvoll, muss ich zugeben. Also aber eine super Strecke, super Organisation und ich bin einfach sehr gerne hier. Also es macht sehr viel Spaß. Auch dieses Jahr war der Trailrun wieder ein voller Erfolg und die Veranstalter von Die Sportmacher freuen sich jetzt schon, wenn es 2020 wieder die härtesten Kilometer Berlins zu laufen gibt.